Nun ist der Abgeordnete Leopold Steinbichler an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, danke sehr, geschätzte Frau Minister, sehr geehrter Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Hagen hat bereits die Standpunkte zu den vorliegenden Gesetzespunkten von unserer Seite dargestellt. Vielleicht zum Kollege Willi. Es ist ja doch auch sehr interessant, dass in diesem Zusammenhang beim VW-Skandal gerade eine Nation, die sehr verbrauchsintensive Fahrzeuge erzeugt, wie Dodge und Hummer, richtige umweltschonende Fahrzeuge hier auf unserem mustergültigen VW losgeht. Ist vielleicht ganz interessant zu sehen, vielleicht den Aspekt zu der Diskussion zu TTIP, wenn hier vielleicht die Konzerne aufeinander losgehen, nur ein kleiner Seitenhinweis. Herr Kollege, ich denke, wir sollten nicht nur darüber reden, vom Schadstoffausstoß, sondern vielmehr darüber, was in den Tank hineinkommt. Und wir haben heute schon gesprochen darüber, dass wir im österreichischen Biodiesel 13.000 Hektar Regenwald verfahren. Ich glaube, auch diese Sicht ist zu hinterfragen, ob diese Schlagwörter das halten, was sie versprechen, und auch die Forschung bzw. der Einsatz alternativer Energien bis zur Wasserstofftechnologie zu überlegen. Ich denke, hier muss weiterhin geforscht werden und hier muss man schauen, dass Lobbyismus hintangehalten wird. Die angesprochene Diskussion bezüglich Lufthunderter. Ich glaube, wir erleben das alle selber, dass man heute mit bestens ausgestatteten, kontrollierten, geprüften Autos dann, gerade wenn man heute nach dieser Sitzung nach Hause fährt, auf 3-4-spurig ausgebauten Fahrspuren alleine unterwegs ist und dann die Fahrzeugkapazität nicht nutzen kann. Ich frage mich schon, dass, ob das sinnvoll ist, ob es hier um den Schutz der Bevölkerung geht oder ob es hier um bürokratische Hürden geht, die nicht gerechtfertigt sind. Wir sprechen uns klar dafür aus, dies einzustellen. Es geht aber nicht nur um Steuern, Entschuldigung, es geht nicht nur um Steuern und Umwelt, sondern auch um Sicherheit auf den Straßen. Und aufgrund eines tragischen Unfalles im vergangenen Woche in unserem Bezirk möchten wir auch einen Entschließungsantrag einbringen mit folgendem Text. Die Abgeordneten Steinbichler und Hagen betreffend der Erhöhung der Sicherheit bei Mopeds durch größere Rückstrahler sowie durch das verpflichtende Tragen von Signalwesten mit Reflektoren. Die Bundesregierung, im Speziellen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, wird ersucht, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, um größere Rückstrahler bei Mopeds sowie das verpflichtende Tragen von Signalwesten mit Reflektoren zu gewährleisten. Ich denke, gerade im Sinne der Sicherheit unserer Jugend bitte ich um Unterstützung dieses Antrages. Danke. Der vom Herrn Abgeordneten Steinbichler eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht mit in Verhandlung.